Die will ich eigentlich, weil ich weiß nicht, ob es die nochmal gibt sonst. Also zum Kaufen glaube ich nicht. Und wenn er uns dann begleitet, weiß ich auch nicht, ob ich da nochmal rankomme. Darum probiere ich das jetzt kurz so, indem ich einfach irgendwas ablege. Zum Beispiel meine Waffe. Ja, oder hat auch nicht meine Waffe, hat meinen Rucksack. Noch nicht vergessen nachher. Und der geht gleich jetzt schlafen. Das macht aber nichts, denn ich kann ihn ja mit dem Zauberbuch im Rucksack am Boden aufwecken. So, jetzt aber. Jetzt muss ich mich da nochmal irgendwie durchklicken bis zu Pfeile. Wo war das? Wissen, glaube ich, eher. Oder doch Wald. Ah, mal Wissen. Geheimnisse kann ich nicht. Kann man nicht klicken. Geheimnisse. Ja, ich klicke mich jetzt kurz durch. Lies es nicht mal selber. Fragt euch manchmal auch, welche Geheimnisse das Meer birgt. Ja. Ja, ist ein bisschen philosophisch angehaucht, fast schon, oder wie sagt man dem? Ich weiß nicht. Ja. Geheimnisse geht nicht, wie gesagt. Höhlen. Bienen. Pfeile. Gerne. So. Selbst ein Kratzer von diesen Stacheln versetzt einen in den Todesschlaf. Er gibt dir 12 Pfeile. Wunderbar. Nehmen wir mal an, die kann man nur einmal holen. Nein, die Geschichte möchte ich mir jetzt wirklich nicht nochmal hören. Ja. Dann begleite uns doch, Seramet. Es wäre auch uns eine Ehre. Oh, hat immer noch nicht fertig gequatscht. Er fragt mich, welche Kampfart ich bevorzuge. Tapferkeit im Kampf oder Zaubermittel? Tapferkeit im Kampf. Eine Ehre, mit euch zu reisen. Nahkampf oder Fernkampf? Ja, persönlich jetzt eigentlich eher den Nahkampf. Wunderbar. So, dann auf geht's. Deinen Pfeil kannst du eigentlich direkt zurückhaben, denn du darfst gern deinen Bogen behalten als Waffe. Plündern wir vielleicht noch kurz sein Haus. Das ist bestimmt noch irgendwas Interessantes. Eine Karte habe ich bereits. Hast du irgendwelche Ausrüstung an? Hier ist gerade gar nichts an. Mal schauen, was du dabei hast. Da ein Bogen. Ja, die Ceramic-Pfeile sparen wir vielleicht vorerst noch. Aber gleiches gilt im Prinzip auch für die anderen Pfeile, weil ich sie alle erst verzaubern dann möchte. Genau, Zaubersprüche kaufen steht auch mal noch irgendwann auf dem Plan. Eine Bettrolle oder Bettzeug haben wir auch schon. Was ist da drin? Ein bisschen Essen. Kannst du vielleicht direkt selber essen? Schon genug? Gut, auch recht. Ach nein, bitte da hinein. Fackeln habe ich ja bereits entsorgt. Brauche ich nicht. Kann mir noch eine hier anzünden. Was ist da für ein Buch? Der Wald von You, von Taylor. Selber lesen, wenn ihr merkt. Gut. Ja, eigentlich könnten wir trotzdem schon mal kurz in die Bienenhöhle reinschauen, weil ich glaube, man kann dann diese Zermepfeile doch selber herstellen. Ich habe da gerade was gelesen, dass es da einen bestimmten Weg gibt und ich probiere das jetzt mal aus. Vorher möchte ich aber Ceramit noch irgendeine Waffe geben. Nicht unbedingt eine Fernkampfwaffe. Haben wir nicht noch irgendwas Nahkampftechnisches dabei? Ich fürchte ja nicht. Die Crossbow haben wir noch dabei, aber sonst glaube nicht, oder? Mit der Angel kämpfen. Ah, kann man die benutzen? Schauen, was passiert, wenn man die benutzt. Ich habe meinen Köder verloren. Ah, Mist. Entwischt. Ja gut, das probiere ich vielleicht an anderer Stelle dann mal. Das ist die Bienenhöhle, genau. Jetzt müssen wir mal zuerst in die Nähe so einer Riesenbiene, das sind wir jetzt bereits.
Jetzt muss man, glaube ich, alle Pfeile ablegen. Dass man einfach keine mehr im Inventar hat. Und jetzt sprechen wir mal mit Ceramet. Genau, jetzt spricht er von den Bienen und Pfeilen. Bienen. Diese Bienen können mit meinen besonderen Pfeilen gezähmt werden. Pfeile. Ich stelle meine Pfeile aus den Riesenstacheln der Bienen her. Mit einem dieser Pfeile kann ich einen Feind in Tiefschlaf versetzen. Soll ich aus diesen Riesenstacheln Pfeile herstellen? Ja. Geht vorsichtig mit ihnen um. Denn selbst ein Kratzer von diesem Stachel versetzt einen in den Todesschlaf. Er gibt dir zwei Pfeile. Weil wir hatten ja zwei Stacheln. Gut, ja, so kann man diese Pfeile herstellen. Ich glaube, wichtig ist, dass man keine mehr im Inventar hat. Das kann ich jetzt im Prinzip kurz ausprobieren. Denn jetzt nehme ich die mal auf. Warum hat jetzt der Mieten? Ja, der hat sie mir gegeben. Ich könnte es direkt selber behalten. Und jetzt müsste ich wieder mit dir quatschen. Ja, das scheint so jetzt zum Beispiel nicht zu funktionieren, wenn ich jetzt die Pfeile ablege. Geht das auch nicht? Ach so, es muss einer in der Nähe sein, glaube ich. Das war der Kniff, wahrscheinlich. Moment, jetzt gehen wir mal nochmal tiefer rein. Schauen, ob wir noch eine finden. Wespilein da. Ich glaube, die sind nicht aggressiv von sich aus. Ja, jetzt kommt, fragt er mich nicht, ob er welche herstellen will. Mal schauen, ob er mich fragt, wenn ich sie ablege. Genau, also es ist wichtig, dass man keine mehr dabei hat. Und dass man in der Nähe so eine Riesenbiene isst. Egal, ob man Stacheln dabei hat oder nicht. Das ist vielleicht nicht allzu ja, schlau gelöst, aber es ist halt einfach so. Jetzt haben wir immerhin mal 25 von diesen Pfeilen. Insgesamt. Und damit sind wir soweit gut bedient. Die vielleicht noch. Ja, den lasse ich jetzt liegen, weil da müssen wir wieder zu einer hingehen und so weiter. Solange keiner in Sicht ist, kann man auch keine herstellen.